Hallo meine Freunde und willkommen zurück zur Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge, in der Diamant-Edition. In der letzten Folge sind wir auf dieser Fahrradbrücke gelandet, nachdem wir den Fahrradhändler befreit haben aus den Klauen von Team Galactic. Der Kampf war auch recht simpel. Ja, wir wollen weiter unsere Pokémon trainieren. Ich möchte nun Apollon, unser Alpollo, den EP-Teiler geben. Denn er hat noch nicht wirklich starke Attacken, aber ja, wir werden ihn auf jeden Fall auf Level 20 rumbringen. Des Weiteren werden wir natürlich auch Berli trainieren. Und ja, wir haben noch einige Trainer. Wir sind hier übrigens auf Route 206, ist das richtig? Was suche ich? Achso, die Karte. Wir sind, ja, 206. Wenn wir hier nach unten kommen, unter uns, da können wir noch ein Pokémon fangen, das machen wir natürlich. Jetzt muss ich aber erstmal wieder trainieren und da ist schon der nächste Trainer. Die nächste Trainerin. Ich will nicht gegen dich verlieren. Ja, da musst du jetzt aber ein Stacked Team rausholen. Und sie startet mit einem Tauros. Ein Novum für dieses Let's Play. Das erste Tauros, was wir sehen. Also ein Encounter von zwei normalen Pokémon. Ah, er hat Bedroher. Das heißt, unser Angriff ist schon mal ein bisschen geringer. Das macht aber nichts. Wir probieren es mal mit der Kraftreserve. Und Tauros ist schneller. Puh, und Tauros fängt an mit einem sehr ekligen, mit einer sehr ekligen Hornattacke. Mal gucken, was unsere Kraftreserve so anrichtet. Ja, gar nicht mal so verkehrt, aber ich denke mal, machen wir mal eine Finte. Okay, er wird bei Hornattacke bleiben. Das ist, glaube ich, eine Attacke, die einen sehr hohen Crit-Wert hat. Oh, da muss ich jetzt aber aufpassen. Ich werde wohl wechseln müssen. Ja, okay, das hat kaum was eingesetzt. Ich werde wechseln, einfach nur aus dem Punkt. Moment mal, das wäre doch jetzt eigentlich optimal für Alpollo, oder? Weil er kann ja nicht getroffen werden. Wir gehen ja aber kein Risiko ein. Deswegen Fire Dog, der auch nicht mehr so viel Leben hat, sehe ich gerade. Aber das wird genügen, auch wenn er jetzt nochmal seine Hornattacke macht. Das wird nicht viel abziehen. Und er scheint anscheinend nur Hornattacke zu haben. Der Treffer war ordentlich, Freunde. Das kann ich euch sagen. Aber das kriegen wir hin. Ja. Das Tauros ist erledigt. Und Fire Dog müsste auch ein Level abkriegen, oder? Oder? Sieht so aus, ne? Jawohl. Level 24. Wir nähern uns den 100 HP. Und das ist sehr cool. Auch Apollon. Apollon bekommt noch nicht sein Level up. Alles klar. Oh, was kommt? Ein Haspirohr, glaube ich. Apollon, willst du es wirklich versuchen? Da habe ich aber ein bisschen Respekt davor. Komm, Lionhead, den müssen wir auch mal wieder ranbringen. Ich muss Lionhead unbedingt trainieren, entwickeln. Das Problem mit ihm ist halt, erstens brauche ich noch 14 Level. Und zweitens, er hat eine sehr geringe Defensive. Wenn hier also eine relativ starke Attacke kommt und er kriegt einen Crit, dann ist das schwierig. Aber wir haben ja Zertrümmerer. Und er macht wieder seine komische Frustration. Ich weiß nicht, wovon die abhängt, aber sie zieht einfach sau viel ab. Okay, wir konnten es one-shotten, immerhin. Aber ich muss mir ich dachte, Frustration wäre sowas wie, je geringer der HP-Wert, desto höher der Angriffswert. Aber anscheinend ist es was anderes. Dann tut mir das leid. Und Apollon, Level 14. Ja, die Spezialattacke vom Alpollo ist sehr, sehr hoch. Moment kurz. Mach mal vor der Pause, damit wir unsere Pokémon ein bisschen heilen können. Ja, ich möchte eigentlich nicht so viel Tränke und so verwenden, aber ich meine, wisst ihr, in so einem Run sparen wir ja Geld, indem wir keine Beleber kaufen, denn ja, Beleber bringt nichts. Alle müssen am Leben bleiben. Deswegen, ist das schon in Ordnung. Mit den Nestbällen kommen wir eh sehr gut voran. Da hätte ich mir nochmal einen Stack mitnehmen müssen. Aber ich glaube, die gibt es auch so relativ häufig. So, wir machen den hier noch fertig. Und dann dürfte auf der anderen Seite noch einer sein. Und dann sind wir bei der Brücke durch. Und dann gehen wir mal da unten in diesen Wald hinein. In dieses Grasgebiet. Mal gucken, was wir da fangen. So, Fahrradfahrer Robert. Ein Schlurpleck. Was ist das? Wasser? Ist das reines Wasser? Wird sich zeigen, was? Berli, das kriegst du doch hin, oder? Ich finde das nicht mehr viel. Mach mal eine Kratzfurie, bitte. Zieht das viel ab? Ja gut, es trifft immer mindestens zweimal. Ja, ist in Ordnung. Oh, es ist ein sehr defensives Pokémon.
Deswegen auch Einigler. Bringt Schlecker was? Das hat er wahrscheinlich selber, oder? Ach, ich bin ein Idiot. Das ist ja normal, auch normal. Ah, ich bin ein Eselkopf. Sorry dafür, das war ziemlich dämlich. Mach mal Finte, ich will wissen, ob es mehr abzieht. Finte, wie gesagt, eine Attacke, die immer trifft. Das heißt, die können sich vorbereiten mit Doppelteam und Komprimator und können mir Sandwirbel geben. Finte trifft immer. Bleib mir mal bitte bei deiner Kratzfurie. Das dauert wahrscheinlich wieder ewig. Ich treffe mehr als zweimal. Jawohl, sehr schön gemacht. Komm, finish him! Jawoll! Berli nähert sich den Level 20. Auch Apollon wird gut mittrainiert. Level 15. Apollon will Nachtnebel erlernen. Ja, endlich mal eine wirklich sinnvolle Attacke. Richtet Schaden gemäß Level des Anwenders an. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Wie war denn das? Wie war denn das mit den Leveln? Heißt das, je höher das Level des Gegners, desto stärker ist Nachtnebel? Oder gleich oder gering? Es war, glaube ich, war es nicht irgendwie sowas, wenn man die gleiche Ding hat? Das gleiche Level, da macht es am meisten Schaden. Das muss ich nochmal nachgucken. Falls jemand von euch weiß, bitte schreiben. Beziehungsweise ich gucke es wahrscheinlich eh danach nach im Poke-Wiki trotzdem. Was tue ich denn jetzt wegmachen? Ich glaube, ich mache Horrorblick weg. Ja, das war eigentlich dämlich. Wisst ihr warum? Weil wenn wir jetzt irgendwie ein Abra oder so sehen, dann hätte, ja... Pudox! Das ist interessant, das ist was für Lavakopf. Pudox, ein, Flugkäfer oder so? Ein Flugkäfer-Pokémon. Das sollte uns eigentlich jetzt nicht wirklich schaden. Mach mal den Schnabel bitte. Also wenn ich jetzt so meine Pokémon bewerten möchte, dann ist Lavakopf, glaube ich, sogar das Schwächste. Also ich bin mir unsicher. Wenn wir ein stärkeres Flug-Pokémon sehen, dann werde ich mir das auf jeden Fall gönnen. Die Frage ist, die ich mir noch stelle, wenn Lionhead sich entwickelt zu Vibrava, es ist ja an sich ein Drache oder ein Flugtyp, kann das Fliegen erlernen? Das ist so eine Frage, die ich mir stelle. So, Apollon wird auch wieder gut trainiert und das war's mit Biker Robert. So, wir, Moment, kurz heilen. Also gucken, ob wir heilen müssen. Nee. Hier unten müsste, glaube ich, noch einer sein. Ja, zwei Trainer sind hier noch, alles klar. Wir nehmen jedes Level mit, beziehungsweise jeden Trainerkampf, denn, ja, irgendwann ganz, ganz später für die Elite 4 brauchen wir hohe Level. Jetzt geht das schon wieder los mit diesen Legendaries. Das ist jetzt aber Pflanze, oder? Ich hatte mich ja so mit dem einen Pokémon von letzter Folge so vertan. Es ist Stahl und Psycho. Das hier ist Pflanze. Jetzt gucke ich mal. Ich mache mal eine Kraftreserve. Oh nein, Konfusion. Ach so, ist es dann auch Psycho? Wir werden gleich mal eine Finte machen. Zieht nicht so viel ab. Ich will nochmal eine Finte bitte machen. Bodyguard. Ich glaube, dann kann es keinen Statuseffekt erleiden, oder? Sowas wie Paralyse oder so. Jetzt gucken wir mal kurz. Sehr gut. Es ist Pflanze und Psycho oder nur Psycho, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Das schafft Berli. Ah, haben wir Verwirrungspech? Nein! Sehr gut. Gut so, Bär. Wunderschön. So, das war's mit Celebi. Mach's gut, mein Freund. Tschüss. Das gibt nochmal gut EP. Oh, es gibt doch nicht so viel EP, vergesst es. Immerhin haben wir Arne besiegt. Keuch, keuch, keuch. Ja, du Depp. Da unten ist ja noch ein Trainer. Moment, ich muss hier aufpassen. So. Okay, jetzt noch zwei Trainer. Die machen wir fertig. Ich weiß gar nicht, wo müssen wir denn danach hin? Ich muss gleich mal auf die Karte schauen. Wahrscheinlich müssen wir einfach gen Osten reiten. Oh, Mantax. Piep, piep, piep. Alles klar. Was haben wir denn da? Wasser. Berli, willst du dich versuchen oder ist das zu gefährlich? Mach mal eine Kraftreserve. Ich muss mir das wirklich mal merken, wo Kraftreserve was bringt. Da nicht. Okay. Was macht er jetzt? Hat er krasse Attacken? Um Gottes Willen, eine Kopfnuss.
Au, aber Berli hält das sehr gut. Der steckt das echt gut weg. Eine Finte, bitte. Wir müssen natürlich aufpassen. Volltreffer können immer gemein sein. Okay, die Finte zieht viel ab, das ist gut. Superschall, aber Berli ist unverwundbar. Wird nicht verwirrt. Gefällt mir. So, das könnte schon reichen. Yes. Tschüss, Mantax. Du kannst ja woanders hinfliegen. Bei deinen Flügel, bei deiner Spannweite. Level 20 für Berli. Auch Apollon bekommt Level 16. Das lohnt sich mit dem EP-Teiler. Ein Chanera. Das ist sehr, sehr schön. Ich mag solche Pokémon, denn die bringen so viel EP. Wir haben ja auch, glaube ich, mal gegen einen Hightera gekämpft in den letzten Folgen. Und das hat ja, glaube ich, 800 EP gegeben. Und je mehr, je höher sie im Level sind, desto mehr EP kriegen wir natürlich von denen. So, das sollte jetzt keine Gefahr sein. Mach deinen Zertrümmerer. Ha! Scherenmacht verhindert den Verlust von Angriff. Sehr gut, Lionhead. Dann kannst du sie auch gleich finishen, aber das wird nicht reichen, oder? Boah, nicht schlecht, ey. Gut. Das ist halt, weil Zertrümmerer ist jetzt keine krasse Attacke. Aber es ist halt einer unserer wenigen Kampfattacken. So, ja, ihr habt's gesehen. 800 EP bringt es insgesamt. Das ist natürlich ein Riesenoschen. So, und der hoffentlich letzte Kampf. Ja, da unten ist schon das Ende. Danach würde ich gerne zum Pokémon Center gehen, denn unsere Attackepunkte sind sehr gering, weil wir eigentlich uns nur durch Tränke geheilt haben. Ein Mashok! Berli, da musst du jetzt schnell weg. Das Problem ist jetzt eigentlich nur folgendes. Wir haben ja mit Lavakopf jemanden, der gut ist gegen Kampf, aber er... Ja, Mashok wird jetzt einen Angriff durchbringen. Ich hoffe mal, er macht irgendwie was wie Energiefokus oder sowas. Weil Lavakopf ist auch normal, deswegen... Aber er macht wirklich Energiefokus. Das könnte jetzt... Ich will es versuchen einzuschläfern. Das ist mir sonst zu unsicher. Yes! Ganz wichtig, denn wenn Mashok jetzt so irgendwie so einen Fußtritt haut und dann einen Volltreffer, dann tut das schon weh. Wir sind nur 3 Level höher. Und Lavakopf ist jetzt nicht so die Kampfmaschine. Aber wir fangen ja zumindest an und haben ja eine Flugattacke. Bitte die Hälfte. Vielleicht schläft er ja noch ein bisschen länger. Okay, also er wird maximal noch einen Angriff durchbringen, wenn er jetzt aufwachen sollte. Das hoffe ich aber nicht. Wird sich zeigen. Er schläft. Wir haben's. Wir haben das Mashok besiegt. Ein paar EP-Punkte für Lavakopf und natürlich wieder auch für Apollon. Das läuft doch ganz gut eigentlich. Bin ich sehr begeistert. Stimmt, Berli bekommt ja auch noch ein bisschen was. Und Apollon bekommt das meiste. Level 17. Ja, bis Level 20 werde ich den EP-Taler bei ihm noch lassen. Ich muss halt wirklich schauen, was Nachtnebel macht. So, was haben wir denn hier? Sag, gibst du mir irgendwas? Okay, Freunde, wir haben eine Fahne erhalten. Na gut, wir sind Route 206. Wir können ein Pokémon fangen. Wir nehmen erstmal ein paar Beeren mit. Eine Himi-Beere, was macht die nochmal? Werden wir gleich nachgucken. Ich nehme noch die andere mit. Und dann würde ich gern mal auf die Karte schauen, weil, ja, wie ich es immer gerne sage, ich habe diese Edition schon Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ja, was macht die Beere eigentlich? Achso, ist einfach nur eine Knurrsp-Zutat. Nach Herzhofen, genau da müssen wir hin, richtig. Hier hinten, da kommen wir, glaube ich, nur mit Surfer hin. Hey, da hätten wir ja auch noch was fangen können. Auf Route 218. Krass. Okay. Gut, wir gehen weiter. Ja, wir können jetzt schon da hochgehen und Pokémon fangen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Stimmt, wir sind jetzt hier bei Erzelingen. Ja, geil. Oh nein! Ist es ein Kampf? Oh, ich dachte schon. Was rechts? Ja, der Kampffahner. Ah, Kampffahner, das ist gut. Damit können wir dann vergangene Kämpfe nochmal kämpfen quasi. Rückkampfwillige Trainer, jawohl. Ja, Itemradar. Das ist mir, um ehrlich zu sein, egal. Alles gut, geh weg jetzt. Ja, wir sollten am Pokédex weiterarbeiten, Professor Eibe oder so. Okay, wir sind in der Nähe von Erzelingen. Jetzt gehen wir erstmal runter und heilen unsere Pokémon. Hier können wir jetzt endlich entlang und dann fangen wir uns hoffentlich ein neues Pokémon. Habe ich noch Nestbälle?
Ich müsste noch ein paar haben, oder? Ich habe 4, sehr gut. Ich habe mir welche mitgenommen. Also mehrere, das ist sehr gut. Wie gesagt, Nestbälle bis Level 19 bringen sie eine Catchrate von 3 mit sich. Und das ist sogar mehr als ein Hyperball. Das ist absolut krank. Von Level 20 bis 29 sind es dann eine Catchrate von 2. Das ist quasi Hyperball. Also wir haben wirklich viele Möglichkeiten offen. So, Freunde. Dann schauen wir doch mal, was uns erwartet. Ey, ich sag's euch, wenn jetzt wieder ein Sonnenkern kommt, das wäre schon frech. Dann benutze ich wirklich das Wort frech. 3 Minuten später. Frech! Frech! Okay. Ja, einmal bitte den Zerschneider. Glocke, du fängst auch an. Ja, was hätte ich gerne, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte? Schwierig. Legendary wird nix, das ist zu stark. Ansonsten, wir speichern mal. Ansonsten, vielleicht ein besseres Flug-Pokémon. Ein Psycho-Pokémon würde ich auch nehmen. Ist schwierig. Wir werden es dann abwägen. So, lass mich erstmal so weit laufen, wie es geht, bitte. So, wir nehmen den Pokéball mit. Ein Feuerheiler. Der wird wohl kaum zum Einsatz kommen, aber wir nehmen ihn mit. Ich will erstmal... Hier ist auch, glaube ich, irgendwo ein Trainerkampf, oder? Oh, was ist denn das für eine Beere? Die Phragia wächst. Nee, das ist mir jetzt egal. Hier komme ich ja eh nicht mehr zurück. Also wahrscheinlich nicht mehr. Ist hier nicht ein Pokéball irgendwo hinter der Brücke? Das wäre ein gutes Versteck, ne? So, es geht los, Freunde! Holy fuck! Ein Bisaflor! Okay, Freunde. Die guten Nachrichten. Es ist Level 14. Wir haben Nestbälle. Wir können es einschläfern. Die schlechte Nachricht ist, es ist ein voll entwickeltes Starter-Pokémon. Wir probieren es. Wenn wir das fangen sollten... Holy shit, Glocke, das tut mir dann leid, dann bist du weg. Aber, oha, das wäre ein ordentliches Brett, Freunde. Ein ordentliches Brett. Ich weiß nicht, ob ich das fangen kann. Aber wenn, dann kriegen wir es mit einem Nestball hin. So, ich muss es. Es hat keine Wirkung auf Glocke. Gott sei Dank, es ist ja perfekt. Glocke, bitte pass jetzt auf. Okay, wir müssen es in den roten Bereich kriegen. Anders brauche ich es, glaube ich, erstmal nicht fangen. Freunde, das wäre der ultimative Coup. Ein verdammtes Bisaflor. Ich hoffe, wir machen keinen Crit. Wir dürfen einfach keinen Crit machen. Oh, es hat schon Schlafbude. Soll ich es jetzt schon mal versuchen? Nein. Lass es mich, wenn, dann jetzt schon mal einschläfern. Vielleicht haben wir ja trotzdem Chance. So, nee, mach mal. Ich benutze keine Items. Es passiert eh nichts. Er hat nur Egelsamen, Rankenhieb und Schlafpuder anscheinend. Freunde, es wäre so geil. Es wäre so geil. Ist Rankenhieb eine Attacke, die, ist Rankenhieb eine Attacke, die, Crit-Chance hat? Ich schläfe erstmal ein. Ganz cool bleiben. Nein. Einschläfern. So, Freunde, Daumen drücken. Ich bin sehr, sehr skeptisch, weil, wie gesagt, es ist voll entwickelt. Es ist zwar nur Level 14, wir haben den Nestball, aber wird schwer. Mal schauen. Ja! Wir haben ein Bisaflor! Ist das geil, Walter! Wir haben ein Bisaflor bekommen! Wie schön ist das denn? Nach einem Regentag riecht die Blume auf seinem Rücken intensiver, das Aroma zieht andere Pokémon an. Wir haben ein Bisaflor! Wie nenne ich das denn jetzt? Es ist ja eine Kröte eigentlich, ne? Baumkröte. Das ist aber ein... Ich nenne es Baumkröte. Das ist der erste Name, der mir in den Kopf gefallen ist.
Baum wegen seinem Baum auf dem Rücken und Kröte, weil es eine Kröte ist. Freunde, wir haben ein Starter-Pokémon und es ist ein Bisa-Floor. Die Baumkröte! Juhey! Oh, ist das schön! 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 Ist das geil! Ist das geil! Freunde, wir haben ein Bisa-Samen. Ein Bisa-Floor. Strauchler, das können wir ihm gern mal beibringen. Ich benutze jetzt Schutz. Denn ich möchte eigentlich nur noch ein paar Items einsammeln. Superschutz! Oh, ist das geil. Oh, ein Bergsteiger. Den werden wir doch gleich mal besiegen. Ja, Glocke bringt jetzt leider nichts mehr. Was hast denn du? Gib mal die Sinelbeere. Dann gib sie mal. Ja, Freunde, es wird dann doch nichts mit einem Sazenia. Ich brauche nur ein Pflanzen-Pokémon und es steht ja, glaube ich, mal außer Frage, dass Bisa-Floor besser ist als Glocke. Ich meine, die Baumkröte. Oh, es ist wunderschön einfach nur. Es ist so geil. Es ist so geil. Oh. So, auf geht's. Ja, ein Bisa-Floor, ey, geil. Oh, Vesprit. Vesprit, das ist doch auch eins von diesen Legendären aus dieser Edition tatsächlich. Die an diesen ganzen Seen der Wahrheit und sowas sind. Aber das kriegen wir hin. Denn das ist, ja genau, mach Erholung bei vollem Leben. Die sind Psycho, das weiß ich. Oh, der hat eine Finte ausgehalten. Nicht schlecht. Mach mal... Bleib bei Finte, falls der jetzt irgendeine Scheiße macht. Was ist Begrenzer? Klingt sowas wie, als wenn meine Attacke dann weniger Angriffspunkte hat. Also Attacke-Punkte. Wir haben Vesprit besiegt. Yippie-yay. Ein Isso. Ein Isso. Das ist hier die Vorentwicklung von wohin genau. Bing bong. Das müssen wir schnell kaputt machen. Das kann ja nur so eklige Attacken wie Abgangsbund und sowas. Darauf habe ich keine Lust. Bitte mach's ganz fertig. Dankeschön. So wohin genau und so, das gefällt mir nicht. Da müssen wir aufpassen. Ja gut, bringt doch leider kaum EP. Wir haben den Wanderer besiegt. Eine Stärke bringt mich aus dem Konzept. Ist hier nicht noch ein Trainer irgendwo? Da ist ein Ball. Giftstich. Giftstich? Das erhöht, glaube ich, mal Giftattacken, würde ich jetzt tippen. Ja. Bringt jetzt eigentlich nichts. Wir haben keinen... Also auch Bisa-Floor wird jetzt nichts mit Gift erlernen. Was ist denn hier für eine Höhle? Die bizarre Höhle, konnte man dort nicht dieses Drachen-Pokémon fangen? Kaumalat oder sowas? Oder bin ich in einer völlig anderen Höhle jetzt? Ja, oder denke ich gerade an was anderes? Freunde, ein neuer Ort. Wir können hier ein Pokémon fangen. Glocke, dein letzter Akt für dieses Let's Play. Hol uns noch ein Pokémon. Wir speichern übrigens, habe ich jetzt ganz vergessen. Ey, wenn wir jetzt einen Glurak kriegen, ne? Es gibt dann kein Halten mehr. Wir bräuchten Wasser-Pokémon. Ich habe immer noch nichts, was Surfer erlernen kann. Und das ist früher oder später eh ein Problem. Das könnte jetzt wirklich zum Problem werden, wenn wir keins für Surfer haben. So, gib mir irgendwas. Gib mir ein Sterndu, ein Enton, ein... Achso, Schutz. Ja, ich weiß. Ein Knospi. Ein Knospi. Und das bringt uns nichts. Denn, ja. Es ist Pflanze. Schade. Aber ich beschwere mich nicht. Ich habe ein Ding bekommen. Ein Bisa-Floor. Und wer da nicht zufrieden, glücklich ist, etc. Dem ist nicht zu helfen. So, Freunde. Hauen wir hier ab. Aufstoßen haben wir auch. Moment, stopp, stopp, stopp. Was ist da hinten? Ja, wir müssen jetzt gucken. Wir brauchen ja jetzt wieder ein Pokémon, was den Zerschneider erlernt. Aber ich denke mal... Hyperheiler. Jetzt die Frage, wem gebe ich den Zerschneider jetzt? Weil Bisa-Floor? Ich würde ihn, glaube ich, eher den Bärli geben.
Weil die Kratzfurie, die finde ich gar nicht mal so stark. Und Barely kann ja sowas. Barely lernt die den Zerschneider. Das ist schon in Ordnung. Ja, Freunde. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. So, wir tauschen. Und verabschieden uns somit von Glocke. Ich hätte ihn weiter hochtrainiert. Er wäre ein wichtiger Bestandteil gewesen. Da er aber von einem Bisaflor leicht übertroffen wird. Und leicht ist ja sehr milde ausgedrückt. Wir haben ein Bisaflor in unserem Team. Das ist unglaublich. Ah, es hat ja noch den Giftpuder, alles klar. Oh, es ist so schön, Freunde. Es ist so wunderschön. So, Baumkröte. Und du bekommst jetzt von mir den Strauchler. Das ist eine Pflanzenattacke. Und wenn wir gegen so ein fettes Weilord oder so kämpfen, dann macht Baumkröte das sowas von fertig. Und dafür machen wir, glaube ich, Giftpuder weg. Wenn ich jemanden irgendwie einen Statuseffekt geben möchte, dann ist es Schlafpuder. Deswegen Giftpuder weg. Ich begrüße dich, Baumkröte. Und ja, wenn wir Apollo noch ein paar Level trainiert haben, dann bekommst du natürlich den... Ah, wir müssen Zerschneider. Dann bekommst du natürlich den EP-Teiler. Und irgendwann kann das dann selber kämpfen. Ja, Fire Dog. Barely. Oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Wie viel Schaden macht Zerschneider eigentlich? Ich muss jetzt kurz aufpassen. Moment. So. 50. Das ist wesentlich besser. Da müsste Kratzfurie immer dreimal treffen. Das macht es eh kaum. Wir geben Barely den Zerschneider. So, Freunde. Damit ist unser Line-Up noch besser geworden. Und, es ist einfach geil. Ich liebe es. So eine Nuzlocke-Challenge hat auch seine schönen Seiten. Also mehr schöne als blöde Seiten. So, hier ist doch wieder Training angesagt, oder? Ja, wir trainieren unsere Pokémon weiter. Die nächsten Folgen, jetzt werden eh erstmal hauptsächlich trainieren sein. Weil, ja. Wir brauchen gute Level. Und der nächste Arenaleiter, der ist ja, glaube ich, in Herzhofen, oder ist es so? Ich glaube. Wir wollen gut vorbereitet sein. Und, bevor ich dann die nächste Folge dann aufnehme, werde ich selber nochmal gucken, welche Level den seine Pokémon haben. Ein Azumarill! Bisaflor, möchtest du kämpfen? Ich meine, das schafft Barely auch, aber nee, mach deinen Zerschneider. Keine Fisimatenten hier. Ist eigentlich gar nicht so schlecht jetzt für Barely, der Zerschneider, denn er braucht unbedingt eine gute physische Attacke, bis er dann irgendwann wahrscheinlich den Schlitzer erlernt. Ich bin ein Freund des Schlitzers, ich mag diese Attacke. So, er macht den Walzer. Der geht zum Glück daneben. Walzer ist ja glaube ich, so eine Attacke, die immer stärker wird, wenn sie trifft. Das heißt, am Anfang ist sie recht stark, aber wenn der Angriff fünfmal durchkommt, dann wird's eklig. Da muss man echt aufpassen. So. Apollon mit Level 18. Lohnt sich auf jeden Fall auch sehr gut. Gag Arbor. Das schreit doch nach Lavakopf. Ich werde dann auch nochmal nachgucken, was Nachtnebel macht, weil mir es gerade noch einfällt, wann Nachtnebel wirklich gut ist. Aber ich meine, Nachtnebel wäre, wenn man das gleiche Level ist, dann ist es am effektivsten. Ein Level 18er Gag Arbor, was schneller ist mit dem Rückzug-Keep, aber auch nicht so viel Schaden macht, zum Glück. Da war Kopf des Bissen, das hätte ich auch noch hinbekommen. Eine erfolgreiche Folge, ich kann dazu nichts sagen. Alleine der Fang von Bisaflor, es begeistert mich wirklich. Ist richtig, richtig cool. Und ich bin so froh, dass ich das mit diesem Nestball nachgeguckt habe, weil genau wegen dem... Genau wegen dem hat das so gut geklappt. So ein Skunk-Tank und das ist sehr eklig, Freunde. Barely, du wirst gebraucht. Für sowas haben wir noch nichts. Ein Skunk-Tank. Das ist ja, glaube ich, Gift. Gift und Unlicht? Kann das sein? Ja, ich habe leider keinen Schaufler oder so. Ja, furz doch nicht hier rum. Mach mal deinen Zerschneider. Oh Gott, das hätte, glaube ich, vergiftet, oder? Ich meine, das hätte vergiftet. Sehr schön, Barely.
Einen noch, dann hast du ihn. Kreideschrei. Aber das wird ja, glaube ich, nichts mehr bringen, denn der Zerschneider schneidet ihnen Scheiben. Das war's mit Skunktank. Der dürfte doch eigentlich relativ viel EP bringen, oder? Ja, das ist durchaus ansehnlich. Level 21 für den guten alten Berli. Und kein Level-Up für Apollon, aber das passt. Ja, Freunde, wir sind schon am Ende der Folge. Ab dieser Folge wird's, sag ich mal, ein bisschen leichter. Denn das Bisaflor, das wird uns sehr weiterhelfen. Also die nächsten Wasser- und Gesteins-Pokémon, die kriegen richtig einen ab. Und wenn er dann irgendwann Rasierblatt erlernt, eine Attacke mit einem sehr hohen Crit-Wert, das wird hervorragend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge der Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge in der Diamant-Edition. Macht's gut, Freunde, und bis dann.